Frau Landesrätin, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Festgäste, werte Musik-, Feuerwehr- und Schützenkameraden, liebe Ehrenkompanie aus Stumm und besonders liebe Gasinger Schützen, vor allem aber liebe Pustertaler, Markadenterinnen und Schützen. Für mich als Kommandanten des Bundes der Tiroler Schützenkompanien von 235 Kompanien und 25 Bataillonen und damit auch als Kommandant eines ganzen Pustertaler Bataillons ist es eine besondere Ehre, hier in Gors zu euch reden zu dürfen und dabei auch die Grüße des Bundeslandes Tirol und des Verbandes Tiroler Schützen zu überbringen. Ich gratuliere der Schützenkompanie Geist zu ihrem Jubiläum, zu 35 Jahren Bekenntnis und Einsatz für unser Land und zu 35 Jahren Arbeit für Tirol. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber nachgedacht, was die Verantwortlichen für das heutige Jubiläumsfest wohl von mir erwartet haben, als sie mich eingeladen haben, die Festrede zu halten. Sie kennen ja meine Einstellung zur Zusammenarbeit der Tiroler Landesteile und unseren Einsatz für ein weiteres und intensiveres Zusammenrücken der Bewohner unserer gemeinsamen Heimat. Daher werde ich wohl nicht ganz falsch liegen, wenn ich wieder einmal meine Überzeugung darlege, wie wichtig es ist, auch unter derzeitigen politischen Verhältnissen und auch unter Berücksichtigung weiterreichender Visionen über die Zukunft unserer Heimat, wie wichtig es also ist, den Zusammenhalt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Landesteile zu stärken und alle sich bietenden Möglichkeiten zu suchen und zu nutzen, um das Gefühl gemeinsam sind wir stark voranzutreiben. Dabei ist es mir auch wichtig, darüber zu sprechen, wo ich die Aufgabe von uns Schützen sehe und vor allem die Aufgabe unseres Großverbandes. Denn wer, wenn nicht wir, muss sich denn für diese Aufgabe besonders ins Zeug legen? Gerade Beispiele in eurer engeren Heimat, dem Pustertal, zeigen den Mehrwert dieser verstärkten Zusammenarbeit über staatliche Zwangsgrenzen hinaus, auch wenn diese schon nun bald 100 Jahre alt sind. Nicht umsonst hat der Verband Tiroler Schützen in seiner letzten Landesleitungssitzung in Brixen Ende November Verantwortliche in Pusterer Schulen von Lienz bis Mühlbach mit dem Reuth-Nicolussi-Preis ausgezeichnet. Der Preis, den die Tiroler Schützen jährlich vergeben, soll Pioniere von besonders innovativen, erfolgreichen und nachhaltigen Modellen der Kooperation ehren und ihren Beitrag für das Gemeinsame in den Vordergrund rücken. Dr. Horst Hafele, Josef Wurzer, Josef Kühebach und Dr. Karl-Heinz Bachmann haben über viele Jahre mit viel Einsatz bewiesen, dass es wert ist, Freundschaften in allen Generationen zu suchen, zu pflegen und auszubauen. In den Grundsätzen des Verbandes Tiroler Schützen haben wir mit Billigung unseres Bundesausschusses vor nun 6 Jahren die Forderung nach der geistigen und kulturellen Landeseinheit unserer Landesverfassung und unserer eigenen Statuten durch die Forderung nach einer größtmöglichen Landeseinheit ersetzt. Die zunehmenden Rufe nach einer Stärkung der Regionen in der Europäischen Union, aber muss auch für uns, auch gegen eventuelle Interessen der Nationalstaaten, Auftrag sein, die Chancen, die sich uns vor allem in der Europaregion bieten, besser und gewinnbringend zu nutzen. Oft habe ich den Eindruck, dass das bloße Reden über die sich bietenden Chancen und Möglichkeiten die tatsächlichen Anstrengungen zudecken soll. Manchmal auch aus Angst, in der Gemeinsamkeit eigene Souveränität zu verlieren. Bei der Bundesversammlung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien am letzten Sonntag hat sich Landeshauptmann Günter Platter dezidiert zu unseren Vorschlägen bekannt, 2018, als Reaktion auf Jubelfeiern und mögliche Pseudo-Versöhnungsfeiern und im Gedenken an die Opfer und die für uns katastrophalen Folgen des Ersten Weltkrieges bewusste Schwerpunkte der Zusammenarbeit zu setzen. Als einen dieser Schwerpunkte bitten wir daher, gemeinsam mit der Tiroler Landesregierung, und ich bin überzeugt auch mit der Südtiroler Landesregierung, die Tiroler Gemeinden,
die vor nun 35 Jahren geschlossenen Gemeindepartnerschaften zwischen den Gemeinden des Bundeslandes Tirol und Südtirols zu erneuern, auszubauen und zu vertiefen. Nach der positiven Reaktion des Präsidenten des Südtiroler Gemeindeverbandes, Bürgermeister Magister Ernst Schöpfer Sölden, konnte ich mich gestern bei der Einweihungsfeier unseres neuen Gemeindezentrums in meiner Heimatgemeinde in Anwesenheit des Landeshauptmanns, auch der Unterstützung des Bürgermeisters unserer Partnergemeinde Farm und Präsidenten des Südtiroler Gemeindeverbandes Andreas Schatzer versichern. Auftakt zu dieser Phase der Intensivierung muss ein Kongress der Tiroler Gemeinden im November 2018 in Innsbruck sein, bei dem Bilanz über alle Formen der bisherigen Zusammenarbeit in allen relevanten Bereichen unserer Gesellschaft gezogen werden kann, um die breite Vielfalt der bereits bestehenden Vernetzung der Tiroler Landesteile darzustellen und sie und die daraus zu lukrierenden Vorteile unseren Bürgerinnen und Bürgern bewusst zu machen. Dieser Kongress könnte auch Ausgangspunkt für einen Preis für zukünftige herausragende Beispiele grenzüberwindender Zusammenarbeit sein. Die Bundesleitungen des Südtiroler Schützenbundes und des Bundes der Tiroler Schützenkompanien wollen mit unseren Vorschlägen für 2018 bewusst Zeichen für unsere gemeinsame Heimat setzen, Wegmarkierungen vorgeben und die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimat einladen, den Weg der Zusammenarbeit noch verstärkter zu beschreiten. Ich bin überzeugt, die Marketenderinnen und Schützen in den über 400 Kompanien des Verbandes Tiroler Schützen sind dazu bereit. Schützenheil! Thank you.